Hallo Dominik von vielkaffee.de. Ich bin hier auf der IFA 2019 am Stand von Samsung und möchte euch ein paar Highlights mitgeben, welches der koreanische Hersteller hier mitgebracht hat. Samsung verbindet man in den letzten Monaten und Jahren vielleicht auch mit 8K. Der Hersteller hat das Segment auf jeden Fall gepusht und sich auch schon sehr früh am Markt platziert mit seinen 8K QLED-Modellen. Hier haben wir bereits die zweite Generation der 8K-TVs, die Q950R-Serie mit HDMI 2.1, direkten LED-Backlight und auch einem verbesserten Reflexionsfilter, zumindest im Vergleich zur Vorgängerserie, die Q900R. Und was auch jetzt vor kurzem erst bekannt wurde, für die Q900R gibt es jetzt eine Austauschbox, also eine One Connect Box zum Austauschen, damit man dann auch die HDMI 2.1 Schnittstelle bekommt. Was jetzt eigentlich neu ist, hier ist eigentlich nur ganz oben rechts das Modell. Hier haben wir startet Samsung bereits bei 55 Zoll und ja. Also eigentlich einer der beliebtesten verkauften Größen, zumindest im 4K UHD-Bereich. Und hier möchte Samsung dann ansetzen und sozusagen sich günstiger mit seinen 8K-Geräten präsentieren. Wobei man jetzt auch sagen muss, dass der 55 Zöller auch mal schlappe 3.999 Euro kostet. Full HD-Quellen oder SD-Quellen, sondern auch nativ. 8K is already here. Also hier sehen wir einmal den Verlauf, wie sozusagen 8K dieser Standard so seinen Verlauf genommen hat. Seit 2011 so die ersten 8K-Displays, 8K-Fernseher, ersten 8K-Kameras für 2014 und so weiter. Komplettes Broadcasting-Test 2016 und wir sind jetzt schon hier 2019 und hier die Prognose, ja vielleicht etwas übertrieben, aber wer weiß. Hier gibt es verschiedene Sachen, also das 5G, die Kombination von 5G, Mobilfunkstandard und 8K wurde auch schon hier vorgestellt. 8K HDR10 Plus Support und das Wichtigste ist eigentlich, woher kriege ich die Inhalte und die bekommt man jetzt mittlerweile schon über Chili, MeGoGo und Explorers oder es gibt hier auch einen Live 8K Stream von Eutelsat. Hier sieht man aber jetzt die Inhalte von The Explorers und also wie gesagt, 8K-Inhalte gibt es schon, werden dann auch in Zukunft, kann ich mir vorstellen, sicherlich auch mehr werden, weil das ist die gleiche Problematik wie damals bei 4K. Man hat mal auch gesagt, ja, wie so ein 4K-Fernseher kaufen, es gibt da keine Inhalte und ich kann mir jetzt vorstellen, wer jetzt einen 4K UHD-TV hat, der wird jetzt sicherlich daran nicht mehr denken, weil Netflix, Prime Video, 4K Blu-Rays, TV-Übertragung, den Fußball bei Sky, alles gibt es mittlerweile auch in 4K. Wir werden sehen, ob sich das durchsetzt oder ob da hier auch sich mehr dann bewegt. Eine ganz wichtige Kooperation von Samsung ist natürlich auch mit Apple. Die Samsung hat als erster die Apple TV App auf seine QLED-TV-Geräte integriert. Kommt natürlich auch bei anderen Herstellern, aber hier ein World's First, sagen wir jetzt einmal. Und das funktioniert eigentlich so einfach, wie man das auch von der Netflix oder Prime Video App kommt. Man geht hier rüber, hat die Apple TV App. Und hier sieht man auch gleich die Vorschau, Empfehlungen, wo man als letztes vielleicht auch drin gewesen ist in der jeweiligen Serie oder Film. Ich gehe rein, die App startet nach ein paar Sekündchen, hoffentlich ohne Probleme. Und zack, wir sind drin. Wer einen Apple TV hat, egal ob den Apple TV 4K oder den Apple TV der vierten Generation, wird sich hier gleich wieder zurechtfinden. Wir haben oben die Oberkategorien Filme, TV-Serien, Sendungen, Kinder, Mediatheken oder wir können hier über die Suche gehen. Leider funktioniert die integrierte Sprachsuche leider nicht mit dem Apple TV-Inhalten, aber da würde ich jetzt mal sagen, das ist wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit. Und hier kann man dann sagen, was man alles sich schon gekauft hat an Filmen, Serien, findet man alles wieder. Das Coole ist natürlich, wenn man schon einen Apple TV besitzt und sich schon Filme und Serien ausgeliehen oder gekauft hat, dementsprechend kann man diese hier dann auch in 4K-Auflösung mit HDR auch ansehen. Auch nicht wegzudenken ist natürlich The Wall, welche Samsung die letzten 2 Jahre jetzt begleitet mittlerweile auf der CES
2018, glaube ich, das erste Mal vorgestellt. Und hier haben wir The Wall for Business, die Business-Variante. Ich glaube, das ist ein Modell mit 240 Zoll hier gerade, also für professionelle Anwendungen, für Business-Anwendungen. Ja, unterstützt auch ganz normal 4K, 8K HDR, das skaliert sich hoch. Ah, ich sehe gerade 219 Zoll ist es hier gerade. Das skaliert sich dann auch jeweils hoch. Die Auflösung ist auch bis zu 8K möglich. Ich glaube sogar 120 Frames pro Sekunde. HDR, HDR 10 natürlich, also dynamisches. Und hier gibt es so ein paar Details, die ich aber dann auch schon genannt habe in einem unserer Beiträge, was jetzt eigentlich fast für niemanden interessant ist, wahrscheinlich nur für die 1%, die dieses Video sehen, oder die 1%er, sagen wir mal. Hier haben wir The Wall for Luxury Living, also The Wall Luxury, auch hier in der 146 Zoll Variante. Ja, das ist sozusagen eine digitale Heimkino-Leinwand und wer sich das hier leisten kann, der muss, wie gesagt, ganz tief in die Tasche greifen. 350.000 Euro kostet das Teil und kann auch schon geordert werden. Ich habe jetzt aber erfahren, Samsung arbeitet immer noch oder hat immer noch im Fokus, weil es wurde ja eine 75 Zoll Variante Micro-LED-TV angekündigt auf der CES dieses Jahr und dementsprechend hofft man, dass man das noch zum Laufen bekommt und dann auch zu einem angemessenen Preis vielleicht präsentieren kann. Ja. Wäre interessant, zumindest eine Consumer-Version, die dann etwas günstiger ist. Aber günstiger ist auch relativ natürlich, wenn man denkt, da hier haben wir 146 Zoll für 350.000, puh. Dann die 75 Zoll-Variante, die wird dann auch, ja, muss man jetzt denken, da passen vielleicht 4 75 Zöller rein. Also wird man auch ganz gut etwas zahlen müssen. Der Bereich Lifestyle-TV ist für Samsung ebenfalls sehr wichtig. Hier sieht man zum Beispiel The Frame in den verschiedenen Größen, also der TV, der, wenn er deaktiviert ist, dann auch im Art-Modus Bilder zeigen kann, aber auch natürlich auch ganz normal ein Fernseher ist. Und genau, hier tut es gerade einer so dieses Buch hier flippen und dann zeigen sich immer die jeweiligen Use Cases und hier sieht man dann auch, wenn es ein bisschen heller ist, die Bilder sehen dann wirklich sehr ein bisschen lebendiger aus als normale Bilder, würde ich sagen. Und zum Teil erkennt man jetzt auch ein bisschen schwerer, ob das jetzt wirklich nur ein Bild ist in einem Glasrahmen oder ob das dann auch wirklich ein TV-Gerät ist. Genau, also wie gesagt, Lifestyle-TV ist, glaube ich, Samsung ziemlich weit vorne und im Gegensatz zu anderen Herstellern wird mir jetzt auch keiner einfallen, der das so was Ähnliches hat, der das wirklich so auf diesen Bereich ausgelegt ist, einfach damit man nicht nur einen schwarzen Bildschirm hat, wenn der TV zum Beispiel ausgeschalten ist und dass dieses TV auch einfach hier so wie ein Bilderrahmen einfach ein besonderes Szenario bietet. Wieso teure Kundenbefragungen durchführen, wenn man diese auch einfach umsonst haben kann? Hier hat Samsung neue Farben für seine Serif-TVs vorgestellt. Diese gibt es aber noch nicht, weil diese könnte es vielleicht geben und unter dem Hashtag Color You Love, okay, kann man dann sagen, okay, mir hat zum Beispiel hier Burgundy Red am besten gefallen oder hier das Ivy Green. Ich kann jetzt einmal ganz kurz hier einmal rumgehen und zeigen. Hier natürlich eine rosa Variante, wahrscheinlich eher für die weiblichen Nutzer gedacht. Blossom Pink, Raindrop Blue. Würde sich jetzt gut zum Beispiel in einem Badezimmer machen, würde ich jetzt mal so sagen. Hier Clay Beige, genau. Gibt es noch nicht die Farben, außer ich glaube, ich weiß gar nicht, Cloud White, also ob das jetzt ein anderes Weißton ist, weil eine weiße Version gibt es ja schon und eine schwarze. Aber ich glaube, die ist ein bisschen dunkler als die normale. Genau, also hier könnte man, ich glaube auch, wenn ihr das Video seht, könnt ihr auch einfach mal unter den Hashtag sagen, welches euch am besten gefällt, auf Twitter oder so. Genau, und dann könnte es sein, dass eines dieser Farben bald verfügbar ist. Hier präsentiert Samsung seinen Dolby Atmos Soundbar,
denn die Ambition für das perfekte Bild hat Samsung natürlich, oder man versucht es natürlich immer wieder, und dementsprechend ein Bild ist ohne den Klang, weil vor allem bei einem Film ist es nur die halbe Miete, deswegen hier auch der Fokus auf das Soundbar im Segment, aber vor allem natürlich auf so das Highlight. Man möchte ja auch zeigen, was man hier machen kann mit dem 7.1.4 System, also das Soundbar, der hat 5.1.2, und dann haben wir hier noch diese Rear Speaker, die jeweils noch die hinteren 1.1 hinzufügen. Extrem wichtig ist für Samsung auch deren SmartThings-Oberfläche oder ihr SmartThings-IoT-System, welches hier einmal komplett on Display ist, was es hier alles so gibt. Also hier erstmal die SmartThings-App, worüber sich dann alle Geräte steuern lassen. Wir können jetzt hier zum Beispiel schauen, hier haben wir ein TV-Light. Das müsste hier jetzt die Lampe links davon sein. Drücken wir drauf. Also ich habe jetzt hier gerade drauf gedrückt, zack, und schon ist sie aus. Und ich drücke wieder drauf und schon geht sie wieder an. Ja, ich habe jetzt so ein bisschen mal damit rumgespielt. Funktioniert soweit echt ganz gut. Und wir haben auch ein Use Case draußen. Die haben ein Tiny House hingestellt mit den vielen Geräten hier. Und hat wirklich funktioniert. Da kann man auch sich Szenarios zum Beispiel einstellen. Da kriegt so dieser SmartThings-Button. Da kann man jetzt einmal draufdrücken, zweimal draufdrücken oder länger. Wenn man sagt, boah, ich will nach Hause und einfach nur mich hinsetzen. Die Kaffeemaschine soll angehen und der Fernseher an, weil ich habe heute einen schlechten Tag gehabt. Zweimal draufdrücken, das Szenario startet. Und dementsprechend passt es. Hier haben wir dann so einen Multipurpose-Sensor. Also hier kann man das bei zum Beispiel in einem Fensterrahmen installieren. Dann sieht man, okay, der geht auseinander. Dann sieht man, okay, das Fenster ist zum Beispiel offen, oder das hat auch so einen Rüttelsensor, falls jetzt mal von außen versucht einzudringen. Hier ein Bewegungssensor, SmartThings. Intelligente Lampen, dann haben wir diese Steckdosen, mit denen man alle Sachen, die eigentlich nicht smart sind, smart machen kann. Ein Luftmesssensor, SmartThings Link, das sind glaube ich die Zwischengeräte, und das Wichtigste ist eigentlich hier dieser SmartThings Wi-Fi Hub, mit dem dann alles verbunden wird, und das kann man auch als Mesh, also mit mehreren Geräten, dass man das über eine größere Fläche sozusagen steuern kann. Steuern kann man das dann, wie gesagt, hier am besten eigentlich über das Smartphone, weil das hat man eh meistens dabei, oder über das Tablet, und damit kann man echt alles steuern. Hier hinten den Vakuum, also den Staubsauger, den Fernseher. Über den Fernseher kann man es genauso steuern. Da gibt es auch schon die SmartThings App, die dann auch im Smart Hub hier integriert ist. Eines der Highlights für Samsung ist das Galaxy Fold 5G Smartphone. Vorher ganz normal nur Galaxy Fold. Ist dieses Klapp-Smartphone mit OLED-Display. Ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, da hinten ist eine riesige Schlange, deswegen stelle ich mich da jetzt nicht an, um das in die Hand zu nehmen. Man darf es eh nur ganz kurz in die Hand nehmen. Und hier sieht man ja auch die ganzen Mitarbeiter, die haben auch so Handschuhe an, liegt aber eher an der Rückfläche, die hier glänzend ist. Und dann wird es hier kurz präsentiert. Man hat schon die ersten Presse-Feedbacks bekommen. Also Samsung hat sich da ins Zeug gelegt, hat es auch die Fehler korrigiert, die hier am Anfang waren. Also das Display ist ja schnell irgendwie nicht zu Bruch gegangen, aber die Konnektivität ist verloren gegangen. Dann diese Schutzschicht oben hat ausgesehen wie so eine ganz normale Abziehfolie, haben ganz viele Nutzer auch abgezogen und dementsprechend das Gerät zerstört oder kaputt gemacht, und für einen Preis von, ich glaube, 2200 Euro sollte sowas natürlich nicht sein, und Samsung hat dann gleich den nächsten Schritt gemacht und 5G jetzt hier in dieser überarbeiteten Version integriert. Kommt dann auch hier, ich glaube sogar schon im September noch in den Handel. Erst vor kurzem vorgestellt und jetzt hier auch auf der IFA das neue Galaxy Note 10 oder 10 Plus. Also hier haben wir die 10er Variante, ich glaube da drüben ist die etwas größere Variante des 10 Plus. Also hier dieser Hybrid zwischen normalen Smartphone und Business Phone, hier mit diesen Pen dazu. Das ist so quasi, wo man einfach sagt, hier hat man nicht nur die normale Smartphone-Nutzung, sondern kann es auch in ganz vielen Arbeitscases dann nutzen. Das ist dann, hier kann man dann swipen. Links mit Home. Ja. Genau.
Ist neben dem, also wahrscheinlich so ist ja klar, dass es gekommen, dass es wieder kommt, aber unterstützt dann auch schon 5G. Das ist integriert, das ist natürlich auch eine große Neuerung. Und neben dem Galaxy Fold, also diesem klappbaren OLED-Smartphone, ist sicherlich eines der, der Highlights im Smartphone-Bereich bei Samsung. Um 5G kommt man hier auch nicht herum und dieser Standard ist natürlich jetzt hier im Bereich im Smartphone natürlich eines der ersten Geräte, die das wirklich dann wahrscheinlich auch nutzen werden. Und hier haben wir zum Beispiel das A90. Dieses kann auch schon diesen 5G-Mobilfunkstandard nutzen. Das jetzt zu zeigen wird wahrscheinlich jetzt schwierig, weil die Webseiten würden auch so schnell laden. Hier kann man vielleicht mal drauf gehen, aber das ist dann auch nur so ein Promo-Video und da kann man dann sehen, okay, du hast dann beste Qualität, zum Beispiel hier bei Live-Übertragungen auch in höherer Qualität, ohne Probleme, überall gutes Netz. Ja, also hier bei der A90-Serie, dem Galaxy Fold und auch den Galaxy, welches war es noch? Ein S10 kann das, glaube ich, auch und das Galaxy... Ach, die große Version, wie heißt die jetzt nochmal? Und hier noch einmal sehr schön im Display, was alles so neu ist im Bereich Mobile und Tablet und Laptop. Hier haben wir das Book S, die neue Active Watch, die Watch Active 2, die jetzt auch in den Handel gekommen ist, das Tab S6, das A90 5G. Dann haben wir hier das Galaxy Note 10 und das Galaxy Note 10 Plus mit 5G. Und das Galaxy Fold 5G. Das ist da drüben, aber das haben sie jetzt hier nicht nochmal extra ausgestellt, weil da ist der Ansturm sehr hoch und da würden wahrscheinlich hier dann sich Leute reinmogeln und versuchen, hier das Gerät zu testen.